Heute geht es um die legendäre Above-the-Fold-Optimierung in JavaScript, aber was genau ist unser Ziel? Ich zeige euch, wie ihr aus dieser riesengroßen JavaScript-Datei viele, viele kleine JavaScript-Dateien machen könnt und die wiederum lazy-loadet, sodass eure Webseite alle Geschwindigkeitsrekorde bricht. Also los geht's! So, aber wie ist dieses Video denn aufgebaut? Grundsätzlich beginnen wir erstmal mit der Ausgangslage. Das nächste, was wir machen, ist, ich zeige euch das Problem oder wo das Problem eigentlich liegt und ich zeige euch, was die Above-the-Fold-Optimierung eigentlich ist, was für Vorteile sie euch bietet und wie ihr sie einbauen könnt. Und damit legen wir jetzt los. Also als erstes mal die Ausgangslage. Grundsätzlich, wir haben einen Screen. Dieser Screen ist 1920 zu 1080 Pixel groß. Unser Inhalt ist meistens größer. Grundsätzlich, der Webseiteninhalt besteht bei uns aus einer Index.html, einer Style.css und hier unten einer Main.js. Diese drei Dateien bilden den Kern einer Webseite, bei euch sind vielleicht auch noch Bilder oder Schriften dabei, aber für uns nehmen wir diese drei Dateien mal an. Unsere JavaScript-Datei ist die größte, seht ihr, mit 251 KB und das ist auch das Problem. Und wie das alles funktioniert, müssen wir jetzt erstmal im Code sehen, deswegen bauen wir uns jetzt mal so eine Mini-Website. So wie immer gibt es als erstes eine Erklärung meines Setups und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meiner Entwicklungsumgebung, wo ich das alles erkläre. Außerdem findet ihr da natürlich einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, um Hallo zu sagen, euch mit anderen auszutauschen oder einfach Fragen zu diesem oder anderen Videos zu stellen. Was habe ich hier in diesem Video vorbereitet? Grundsätzlich habe ich nur in meiner Package.json eine Library importiert, nämlich in meinem Fall Lodash, einfach als Beispiel, wie ihr ja gerade schon gesehen habt und darum geht es heute ja. Ansonsten ist hier alles leer und ich habe hier nichts, das ist Visual Studio Code, das hier an der Seite ist Chrome. Ansonsten legen wir jetzt los und gucken uns mal an, wie wir unsere Ausgangssituation nachbauen können. So, los geht's mit unserem eigentlichen Video und das erste, was ich mache, ich erzeuge mir hier eine Main-Section und hier drin sage ich, okay, wir haben zwei Sections, also zwei Stück davon. Natürlich sollte ich das auch erzeugen und hier oben sage ich, okay, unsere Section hat natürlich eine Class, die heißt in unserem Fall Hero und hier unten haben wir eine weitere Class, diese heißt Content. Mehr müssen wir hier gar nicht machen, das können wir erstmal so lassen und gehen jetzt in unsere Style.css-Datei rein und sagen, okay, hier drin haben wir ja unsere Section, die wollen wir jetzt ein bisschen gestalten und zwar sagen wir hier in meinem Fall einfach 100 in alle Richtungen, also wir wollen das richtig schön groß haben. Außerdem unsere Hero soll eine Hintergrundfarbe bekommen und was wir auch machen wollen, unsere Content-Datei bzw. unser Content-Section bekommt ebenfalls eine Hintergrundfarbe und natürlich hier Display Grid, Center und da speichern wir ab. Weil hier unten möchte ich jetzt gerne noch etwas weiteres machen und zwar fügen wir hier eine H2-Überschrift ein mit einer ID. Diese ID nennen wir einfach Demo-Headline. Das hat einfach nur damit zu tun, dass wir später irgendwas an JavaScript erzeugen können. Das speichern wir jetzt mal ab und in dem Moment habe ich hier zwei wunderbare Sections und ich kann jetzt scrollen. Grundsätzlich können wir jetzt dahin übergehen und hier mal in unsere Main.js reingehen. In unserer Main.js angekommen, sage ich nämlich jetzt, ich würde gerne Lodash laden. Und in dem Moment sage ich auch, ich würde unsere Headline gerne ansprechen. Zack, und hier sage ich jetzt, ich würde mit Lodash gerne was mit unserer Headline machen. Und zwar sage ich, zack, wir laden unsere Demo-Headline mit Query-Selector, nehmen unsere Headline, schreiben da in HTML rein und sagen hier mit Lodash join, erstellen wir uns einen String aus diesem Array. Nicht wirklich sinnvoll, aber in dem Moment, wenn ich hier scrolle, haben wir hier jetzt einen Text drin stehen, der über JavaScript geladen wird. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt hier mal unsere Netzwerk-Traffic-Geschichte ansehen, können wir hier mal reingehen, laden das Ganze neu und sehen, unsere Main.js wird geladen und diese Main.js-Datei umfasst alles, was da drin steckt. Also hier drin, wenn wir uns da mal die Preview angucken, sehen wir, dass hier unser Lodash drin steckt und wir wissen ja aber, das sehen wir gar nicht. Diesen Teil der Webseite sehen wir in dem Moment nicht und deswegen erkläre ich euch jetzt erstmal das Problem. Dann gucken wir uns doch mal das Problem an. Grundsätzlich haben wir unsere Hero Section. Diese ist zusammen mit unserer Content Section der Kern unserer Webseite und wie wir wissen, laden wir in unserer Content Section ja unsere Library Lodash, hier mit 71,5 KB. Grundsätzlich müssen wir sagen, diese Library brauchen wir aber eigentlich gar nicht, weil unser Content ist ja zu Beginn des Screens, wenn der Nutzer unsere Seite betritt, nur maximal so groß wie der Bildschirm unseres Nutzers. Was heißt, alles, was hier unten zu sehen ist, ist überflüssig. Das brauchen wir nicht beim initialen Laden der Seite. Das brauchen wir erst später, wenn der Nutzer diesen Inhalt überhaupt sehen könnte. Das bedeutet, das ist das Problem. Wir laden JavaScript und Inhalte, die nicht gebraucht werden für den initialen Load unserer Seite. Und um das zu verbessern, gibt es die Above-the-Fold-Optimierung und die müssen wir uns jetzt mal ansehen. So, aber was ist denn jetzt eigentlich die Above-the-Fold-Optimierung? Grundsätzlich haben wir hier unsere gebaute JavaScript-Datei, das ist unsere main.js mit einem Hash-Value und am Ende halt 251 KB. Grundsätzlich laden wir hier aus unserer main.js-Datei auch ja unsere Lodash-Datei, wie wir das gerade im Code ja gesehen haben.
Wir wollen jetzt aber diese JavaScript-Datei zerlegen in viele einzelne kleine Abschnitte, sodass wir alles, was nach dem Fold kommt, also nach dem Punkt auf dem Screen, wo der Nutzer quasi nichts mehr sieht, wollen wir zerlegen in eigene JavaScript-Dateien. In meinem Fall sage ich eine Content.js-Datei und wir verschieben unsere Loadash-Datei einfach in unsere Content.js-Datei und damit verkleinern wir die Dateigröße unserer Main.js auf 20 KB beispielsweise, weil da nur noch unser Lazy-Loading-Code drin ist. Und der ganze Rest, der fachliche Code, den der Nutzer gar nicht braucht beim Beginn der Seite, verschieben wir in die Content.js-Datei. Und damit reduzieren wir den initialen Load unserer Seite, also unseres JavaScripts, von 251 auf 20 KB. Und das ist unser Ziel. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, weil ihr müsst später das alles auch mit Bildern machen, mit Lazy Loading für Bildern, für Schriften und für alles, was der Nutzer initial nicht sehen kann. Aber wie das mit JavaScript funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an und im Code. So, aber wie können wir denn jetzt dafür sorgen, dass dieser Bereich ausgelagert wird, dass wir das nicht sehen bzw. initial nicht laden? Hier nehmen wir als erstes mal unseren gesamten Code raus, zack, unser Text wird nicht mehr angezeigt und erstellen uns hier eine neue Datei. Diese neue Datei heißt content.js und hier laden wir unseren Code einfach rein und in dem Moment können wir hier oben sagen import und hier greifen wir jetzt einfach auf unsere content.js zu, speichern das Ganze ab und wir sehen, unser Text ist wieder da. Wunderbar, hat funktioniert. Was wir jetzt aber machen wollen, ist nicht initial unser Skript einfach nur importieren, das bringt euch nämlich nichts. In dem Moment habt ihr einfach nur alles wieder geladen, was vorher auch da war, sondern wir gehen hin und sagen, wir brauchen eine neue Variable und die heißt Content. Content wird geladen über document.querySelector und hier greifen wir jetzt auf eine ID zu und zwar Content. Diese ID existiert aktuell noch nicht, die müssen wir hier unserem Content erstmal geben. So, abgespeichert. In dem Moment können wir hier auf Content zugreifen und können uns jetzt einen sogenannten Intersection Observer definieren. Den definieren wir uns hier unten. Das erste, was wir hier machen, hier wird ein Callback ausgeführt. Dieser Callback wird später unser Skript nachladen und hier hinter geben wir noch ein paar Variablen mit. Und zwar einmal ein paar Standardvariablen, dass wir einmal den Root benutzen wollen, dass wir kein Margin haben und der Threshold ist, wir müssen das halb sehen. Wir können aber hier auch sagen, wir wollen nur ganz wenig sehen und dann direkt nachladen. Das müsst ihr für euch entscheiden, wie oder wie groß eure Dateien seid, die ihr nachladet quasi. Das nächste, was wir machen, ist, hier oben greifen wir auf unsere Entities zu und jeder, der schon mal auf meinem Channel Observables gebaut hat, weiß, wir gehen jetzt hier in unsere Entities und loopen durch jeden einzelnen Eintrag durch, einfach über for each und hier sagen wir Entry, wollen wir gerne benutzen und sagen hier drin, würden wir jetzt gerne eine Funktion auf unseren Eintrag aufrufen. Und das, was wir machen wollen, ist, wir wollen überprüfen, ob dieser Eintrag sichtbar ist oder nicht. Wenn er sichtbar ist, würden wir jetzt gerne eine Funktion triggern mit unserem Entry, und zwar loadMoreContent. Diese Funktion müssen wir jetzt natürlich erstellen, die gibt es so noch nicht, also sage ich hier oben Function und gehe natürlich auf den Namen loadMoreContent und hier erwarten wir in meinem Fall einfach einen Entry, den wir an die Funktion übergeben und checken jetzt, okay, wenn unser Entry unser Target ist, also unser Container, dann würde ich gerne mein Skript laden. In dem Moment muss ich gar nicht mehr tun. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ganz unten in unserem Skript sagen, wir würden jetzt gerne mit unserem Observer etwas observen, nämlich unseren Content. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment lade ich das mal neu. Wenn wir jetzt hier auf Inspect gehen und das Ganze angucken, wieder über unser Netzwerk-Tab, dann sehen wir, okay, wenn ich jetzt nur JavaScript anzeige und das lade, laden wir hier 4 Dateien. Wenn ich jetzt beginne zu scrollen, seht ihr, Content und Loadash wurden nachgeladen. Die kamen erst später dazu. Wir haben die dynamisch importiert. Wir können das Ganze auch noch erweitern. Wir können zum Beispiel sagen, wir haben nicht nur eine Datei, sondern wir haben auch noch einen Footer. Ebenfalls dieser Footer ist ein eigenes Skript. Hier zum Beispiel laden wir das Ganze auch wieder über Entry Target Footer Import Footer.js und auch hier unten observen wir jetzt unseren Footer. Den haben wir natürlich aktuell noch nicht, also unseren Footer sollten wir ebenfalls einmal erschaffen und sagen hier zum Beispiel ganz unten auf unserer Seite haben wir einen Footer mit der ID Footer und einem Paragraph mit der ID Ja. Das Ganze speichern wir jetzt einmal ab. Aber wir haben hier noch gar keine footer.js-Datei, die müssen wir auch einmal erstellen, sagen jetzt hier footer.js und in dem Moment können wir in unserem footer.js zum Beispiel dafür generieren, dass wir in unseren Paragraph mit der ID Jahr einfach unser aktuelles Jahr reinschreiben.
Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich hier runter scrolle, sehen wir haben hier unten eine Jahreszahl, die können wir noch ein bisschen aufhübschen, indem wir in unserem Stylecode das Ganze noch ein bisschen verbessern. Wenn wir jetzt scrollen, sehen wir hier in der Mitte unsere Jahreszahl, die über JavaScript generiert wird. Und auch, wie jetzt bei unserem anderen Skript, können wir uns den Netzwerk-Tab einmal ansehen und sehen jetzt in dem Moment, wenn wir hier nach JavaScript filtern und runter scrollen, dass wir hier Lodash und unseren Content und unseren Footer geladen haben, je nachdem, wann die im Screen sind. Und darüber haben wir es geschafft, unsere Seite jetzt zu optimieren und richtig zu verbessern. Und wie das Ganze live aussieht, gibt es jetzt im Abschluss. Was sehen wir hier? Ich habe das Ganze auf CodePen hochgeladen, da könnt ihr euch das auch angucken, der Link ist in der Videobeschreibung. Aber ganz wichtig, diese vier Dateien, die hier oben sind, diese ersten vier, die kommen einfach über CodePen. Das hat nichts damit zu tun, was in eurem Skript passiert. Die einzige Datei, die wir wirklich benutzen, ist hier unten diese Index-Datei, die kommt aus unserem Skript. Wenn ich jetzt beginne zu scrollen, also ich lösche jetzt einmal unsere Log raus und ich beginne hier ein bisschen zu scrollen, sehen wir, unser Content kommt in den Screen und zack, unser Content-Modul wird nachgeladen. Wir sehen hier, die 71,5 KB von Lodash sind jetzt hier mit drin und wenn wir weiter scrollen, kommt irgendwann auch unser Footer mit den 255 Byte. Das Ganze ist wie gesagt nicht wirklich groß, aber so könnt ihr euren Code aufteilen und wirklich nur die JavaScript-Dateien laden, die ihr auch in dem Moment braucht. Grundsätzlich ist das auch schon alles. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schreibt doch mal oben in die Videokommentare, was ihr darüber denkt, hinterlasst einen Daumen hoch und ansonsten ja, freut es mich, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.